Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, dann wollen wir doch mal. Ich möchte aber vorher noch mal runtergehen. Also nicht wundern, es ist nachts. Ich spiele noch immer ohne Mobs, ohne die Monster. Da muss ich mal gucken. Oh, das ist ja ganz blöd. Gut. Denn ich bin noch am gucken, wo die ganzen Schalter denn hinkommen, wie ich denn dann am besten das Ohrgate baue. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Ohrgate heißt. Ich glaube aber, das ist ein Ohrgate. Gut, hier kommt es dann also hoch. Bing. Dafür haben wir uns die Steine gebastelt. Ja, dann müssen wir hier drüben wohl oder übel werden wir doch aufmachen müssen. Denn hier wäre dann der andere. Weil ich es eigentlich nicht möchte, dass man, wenn man hier hinten in der Ecke ist, dann extra nach vorne laufen muss, um das Licht anzuschalten. Da müsste ich hier rauf gehen, dann hier hoch und dann so weiter. Dann muss ich das auf jeden Fall auch noch rausnehmen. Ja, das wird jetzt nicht eine ganz so komplizierte Sache wie bei einem anderen Let's Player, um genau zu sein, bei Trivolo, als er seine Monsterfalle gebaut hat, die ich wahnsinnig kompliziert fand. Also ich glaube, ich hätte das selber nicht hinbekommen. Hat er aber klasse gemacht, also hat er gut hingekriegt. Respekt dafür nochmal. Hat mir auch Spaß gemacht, die Folgen anzugucken. Gucke ich ja immer wieder. Mein persönlicher Lieblings-Let's Player. Und für den darf man ruhig mal Werbung machen. Der hat es echt verdient, dass er mehr Zuschauer hat. So. Aber wie auch immer, ich möchte jetzt anfangen, etwas zu basteln. Wenn ich das hier hinsetze. Ist das blöd? Dann baue ich es lieber direkt hier drüber. Dann, Entschuldigung, also wieder so einen unsäglichen Frosch im Hals. Dann machen wir das einmal so. Ich muss ja dann immer zusehen, wie ich die Anbindung der Schalter da auch noch dran kriege. Und so. Ja, dann müssen wir hier einen früher drüber gehen, dann ist das sowieso falsch, davon mal abgesehen. Dann wäre das hier. Kommt noch alles, Leute, die Aufklärung kommt noch. Ja, dann brauchen wir mal ein Steinchen zum Verschieben. Da nehmen wir doch einfach mal. Wir könnten jeglichen Stein nehmen, der sich mit einem Pisten verschieben lässt. So, jetzt müssen wir das rausnehmen. Denn darüber kommt auch noch etwas Schaltung. Das ist ein bisschen schwerer zu sehen, aber ich erkläre es gleich noch. Hab's nur etwas größer gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Ja, da ist die Schippe hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal zwei Redstone-Fackeln, das passt schon ganz gut, aber mir fällt gerade ein, wir brauchen ja gar nicht zwei, wir brauchen drei. So, und ich möchte auch, wenn es geht, so wenig Redstone verschwenden, wie es halt geht. So, einmal, zweimal, jetzt müssen wir mal gucken, können wir den von hier unten setzen? Ich glaube schon. Dreimal, viermal, das sollte gepasst haben. Und dann plopp. Und wenn wir uns jetzt von hier mal den Schalter klauen und den einfach da dran pappen, dann seht ihr, dass man dann damit schalten kann. So, das hätten wir schon mal. Also wie gesagt, naja, ich zeig's nochmal, dass da oben auch wirklich Redstone jetzt drauf liegt. Da muss zweimal Redstone drauf. So. Hätten wir das auch, aber die finde ich grottenhässlich. Ja,
Da müssen wir dann bloß aufpassen mit der Redstone-Leitung. Also da können wir dann abgehen von. Das ist kein Ding, dass wir dann praktisch so rüberlaufen werden. Jetzt muss ich mal den Schalter auch wegnehmen. Und dass wir so rüberlaufen. Das sollte jetzt eigentlich rein theoretisch... Sollte das funktionieren, dass in beide Richtungen das Redstone-Signal rausgeht. Das finde ich klasse, das funktioniert auch. So, Schalter. Ja, ich baue das natürlich erstmal mit Erde vor. An diesem Block da möchte ich ran. So. Und dann müssen wir da einen drüber setzen, sonst haben wir hier gleich wieder einen Connect, den wir da nicht haben wollen. Also eine Verbindung. Und dann muss ich eh einen weiter raus, damit ich das hier hinkriege. Alles klar. So, wir gehen jetzt erstmal an diesen Schalter hier ran. Soweit funktioniert das ja. Bis dahin sind wir jetzt bis zum Schalter. Und jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir diesen Schalter hier auch daran bekommen. Sollte aber auch machbar sein. Huch, das war es nicht. So, ding, 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 ding. Und jetzt haben wir diesen hier natürlich abgeschnitten. Den werden wir unten lang legen müssen. Ich hoffe, es geht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn nicht, ziehen wir dieses hier einfach ein weiter raus. Also ich gehe mal kurz runter, das probieren. Habe ich denn... Ach nein, ich kann es ja hier auch probieren. So. Also ich sehe es ja. Es brennt. Es brennt nicht. Es brennt. Also es funktioniert. Gut, dann brauchen wir die Leitung hier auch nicht zu verlegen. Dann müssen wir jetzt hier nur noch... Ja, blöd. Mit dem Springen. Redstone draufballern. Und dann knipsen wir das mal damit dran. Knipsen hier alles aus, weil das brauchen wir im Augenblick erstmal nicht. Jetzt geht es rein zum Testen, ob beide Schalter auch das Licht schalten oder nicht. Das ist jetzt wieder die große 1, 2, 3 Frage. So, Licht aus. Licht an. Licht überall an. Und schaltet denn auch dieser Schalter hier jetzt das Licht wieder aus? Und er schaltet auch das Licht wieder aus. Das Lustige ist, wir können den jetzt natürlich auch hier wieder anmachen. Oder aus. Oder wir schalten hier an. Bing. Oder aus. Eine ganz einfache Schaltung. Und jetzt müssen wir halt, wie gesagt, nur noch diese hier hinten. Die möchte ich jetzt halt damit auch noch verbinden. Also den hier, da werde ich nichts mehr machen. Das ist einfach too much. Später geht es dann nur noch darum, dass die Lampen reingesetzt werden. Und dann hat sich das eigentlich alles soweit erledigt. Achso, ich hätte es vielleicht angeschaltet lassen sollen. Achso, kann ich auch von hier aus machen mit dem Schalter. Hallo? So. Damit ich sehe, wie weit das mit dem Redstone, also der glüht schon gar nicht mehr, reicht aber noch gerade so, dass das Licht brennt. Bei jenem hier ist das dasselbe. Das ist gar nicht schlecht, weil dann können wir den ganz normal abdecken. Brennt der trotzdem? Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, er brennt trotzdem. Dann scheint er über den Block daneben befeuert zu werden. Gut. Jetzt kommt das Komplizierte, wie am geschicktesten hier die Schaltung reingeknallt. So, dass im Endeffekt dann auch alle Leuchten leuchten, die leuchten sollen. Also das ist ja relativ einfach. Da machen wir mal das dahin. Und dann gehen wir mal hier weiter. Würde auch reichen. Und würde auch reichen. Also wir müssen nicht direkt bis an die Leuchten ran. Hier müssen wir dann natürlich drüber. Hier würde es reichen. Naja, hier vorne reichte es sowieso.
Das würde reichen. Da machen wir es mal so. Und wir haben noch hier vorne, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir erstmal keine Schippe, aber wir haben hier vorne noch irgendwie einen. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am geschicktesten nach hier hinten hinkriegen. Würde auch gehen. Hier wäre der Schalter. Ja, die Schalter, wie gesagt, da weiß ich noch nicht, wie ich die da noch mit connected kriege. Da werde ich wahrscheinlich den Berg etwas umbauen müssen. Ja, ich muss mir erstmal eine Schippe bauen, Leute. Da geht kein Weg dran vorbei. Und ich versuche natürlich auch so viel Redstone zu sparen, wie nur geht. Denn wir haben nicht so viel und wir müssen ja mit den knappen Ressourcen, die wir haben, da müssen wir ja irgendwie hinkommen. So, aber wir müssen jetzt trotzdem mal den Stack nehmen. Das würde funktionieren. Wahlweise sollte das natürlich auch funktionieren. Ja, ich muss das hier mal rausnehmen. So, plom, plom, plom. Ja, wir müssen nur noch diesen einen hier draußen anschließen. Und dann hätten wir es eigentlich auch schon. Nur kommen wir mit dem Signal bis dahin. Ja, kommen wir. Damit hätten wir dann, glaube ich, alle Leuchten angeschlossen. Und ich hatte eigentlich gedacht, aber das können wir trotzdem nicht so machen. Da müssen wir einen drüber bauen zur Sicherheit. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir also wenigstens einen Repeater brauchen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das die beste und schlauste Aktion ist, den so zu verdrahten. Das weiß ich nicht. Ach so, den müssen wir ja dann genauso legen. Und zwar so. Denn da müssen wir ja dann ran. Nee, müssen wir gar nicht. Das war blödsinnig eben gerade. Denn wir kommen ja hier weiter raus. Nur das Problem ist, da müsste eigentlich Redstone hin, aber das können wir nicht dahin legen. Können wir schon. Nee, jetzt bin ich verwirrt, Leute. Jetzt bin ich verwirrt. Aber das sind jetzt nur noch die letzten Züge. Also man möge es bitte entschuldigen, aber wie gesagt, das sind jetzt so die letzten Züge. Hier müssen wir auf jeden Fall hoch und hier muss einer daneben. So, und dann geht das da weiter und dann decken wir das schick ab und dann passt das schon. So, damit sollte das dann auch über diesen hier nicht schaltbar sein. Auch blödsinnig gewesen. Ich muss ja von dem dann ein hoch. Ja, jetzt wird es wirklich kompliziert. Ich muss das ja so legen, dass es auch schaltbar bleibt. Also bei dem kann ich. Das wird relativ einfach sein. Da kann ich hier hochgehen. Hier und dann hier. Und da kommen wir ja dann richtig hoch. Und dann sind wir bei dem da dran. Aber da müssen wir ja doch. War es vorhin doch richtig gewesen? So, müssen wir es doch so schalten. Aber das wird dann auch, wie gesagt, von dieser Seite aus schaltbar sein. Und das probieren wir doch jetzt einfach erstmal aus, indem wir nochmal runtergehen. Das machen wir jetzt noch, egal, da kann kommen, was will. Ja, der Berg wird sich ganz leicht verändern. So. Ach Quatsch. Jetzt drücke ich schon den falschen Schalter und wundere mich, warum nichts funktioniert. So, zack, Licht an. Und von hier Licht aus. Alles wunderbar, alles super.
Jetzt müssen wir nur noch den einen Schalter müssen wir noch angeschlossen kriegen. Aber Leute, ihr wisst ja, ne, das schaffen wir, glaube ich, in dieser Folge hier nicht mehr. Und deswegen sage ich erstmal Tschüss, macht's gut und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.